So, damit dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück. So, wenn wir ins Bettchen gehen. So. Genau, und dann werden wir vielleicht weitermachen. Ja, was ich letztes Mal erwähnt hatte, ne, mit dem Adventskalender, das ist schon echt kacke, muss man sagen. Ja, sowas, was ist halt richtig nervig, ne? Wenn du was machen willst und es funktioniert halt nicht. Das hat man ja häufiger, ne? Zum Beispiel auch die allgemein diese Geschenkesuche. Ich habe ja Black Friday genutzt, hatte ich ja schon erzählt. Oder ach ja, das habe ich bei Space Engineers erzählt. Ich habe den Black Friday halt größtenteils dafür genutzt, um da den Großteil der Geschenke zu holen. Also beziehungsweise ein Großteil der Geschenke, was ist nicht, leider. Aber halt einfach, um zu gucken, ob man da vielleicht ein bisschen was sparen kann dieses Jahr. Und vielleicht Glück hat, dass ein paar Geschenke von denen, die man holen will, halt im Angebot sind. Ein paar Sachen waren es ja zum Glück. Ist dann halt krass, was man da sparen kann, ne? Also, wenn ich überlege, bei dem einen, da waren das jetzt, wie viel waren das? Gut, da war der Preis unterschiedlich, ne? Je nachdem, wo du bei welcher Seite du geguckt hast, war der Startpreis entweder 69 oder 56 €. Und jetzt im Angebot war es aber überall gleich, da hat 46 € gekostet. Also entweder hast du mal knapp 15, na 13 € gespart, oder halt nur knapp 10 €. Na, ja, wobei, nee, ist ja mehr. Bei dem einen ist ja über 20 € gewesen. Stimmt, 23 € waren das da. Ja, also entweder knapp 10 oder 23 € hast du gespart. Es ist ja halt schon heftig, ne? Wie groß der Unterschied sein kann. Ich muss aber sagen, trotzdem bin ich dieses Jahr ein bisschen zufriedener, weil ich habe genügend Geschenke für alle gekauft, ja. Aber diesmal dann doch preislich etwas günstiger, ja, bei weggekommen. Also, ja, Weihnachten eskaliert manchmal, ne? Nächstes Jahr, dann möchtest du was Besonderes machen für alle und die sollen sich alle auch freuen und, ne, willst ihnen zeigen, wie viel oder wie nah, wie sehr die einem im Herzen liegen, wo man dann immer auch denken muss, ja gut, okay, wie sollte man das durch materielle Sachen denn unbedingt zeigen? Oder kann man das durch materielle Dinge denn unbedingt zeigen? Schwierig, ja? Das ist sowieso so eine Sache, so, ja, geht das überhaupt? Kann man überhaupt mit sowas denn zeigen, wie sehr man jemanden mag oder nicht? Schwierig, 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 muss man sagen. Also finde ich jetzt. Letztendlich finde ich, ist es halt auch immer schön zu sehen, wie sich jemand dann halt freut, ne, wenn er ein Geschenk bekommt und dann sieht man das und denkt so, ach ja, schön, cool, ne. Das ist dann auch für einen selbst halt immer so schön, ne. Also muss, finde ich halt, wenn man jemand anders eine Freude macht, ihm beschenkt, das ist halt für mich dann halt auch jedes Mal so ein total tolles Erlebnis, wo ich mir denke, ja, cool, wie geil, ne, und da macht das halt gleich viel mehr Spaß. Und da gibt man dann halt auch gerne was aus. Also geht mir jetzt so. So, Pfeiler hin, genau. Das ist Holz schon wieder alle, ne? Ja, es geht immer so schnell. Verdammtes Holzmangelzeugs hier. Das mit dem Baum ist ja schon gewachsen. Ja, er ist schon gewachsen. Ja, dann können wir gleich mal fällen. Müssen wir diesmal ein paar mehr Bäume fällen, würde ich sagen. So, Steine müssen wir eh neu holen. Wir haben noch den einen 64er Stapel. Genau. Machen wir schon mal hier dicht. Weiß echt nicht, ob ich das nicht vielleicht größer machen sollte hier hinten drin, aber ich denke nicht. Ich glaube, das passt eigentlich soweit. Ja, größer muss nicht sein. Da drinnen können wir ja spawnen, das reicht eigentlich. So. Genau. Ich muss echt Holz holen, ne? So ein Mist. Will ich eigentlich gar nicht. So, und dann noch zwei Steine nach oben. Kacke, Mann.
Steine sind jetzt eh alle, also gehen wir nach unten. Achso, von das Wasser können wir noch machen. Dann haben wir das auch schon weg. Toll. Genau. Dup, 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 dup. Sehr schön. Ja, wir sind noch fast regeneriert. Ich werde mir hier die Kartoffeln kurz hinpacken. Also wir brauchen Fackeln und was zu essen. Und auf jeden Fall Steine und erstmal Holz. Aber dafür muss ich mir erstmal eine Axt machen. Und da ich kein Metall dabei habe... Doch, habe ich. Na, dann können wir doch eine Eisen... Ach, verdammt. Oh, jetzt juckt's. Ah, schrecklich. So, wenn es so hinten beim Schulterblatt, ne, wo man so kaum hinkommt, wenn es da juckt, das ist so nervig. Ah, ätzend hier erstmal. So. Genau, ein paar Fackeln machen. Reicht schon. Okay, dann holen wir erstmal die Steine, dass wir nicht nochmal rein müssen. Ah, immer diese Dorfbewohner, ne? Nervig, sag ich euch. Warte mal. Ja, das Redstone-Zeug brauche ich ja eigentlich nicht. Genau. Das können wir wieder wegpacken. Richtig. Also wird halt nicht benötigt, ne? Also warum soll ich damit schleppen? Genau, den einen Stock können wir gleich noch umsetzen in eine Fackel. Warum auch immer ich diesen einen Stock jetzt dabei habe, verstehe ich gar nicht. Ah, ich habe wahrscheinlich vergessen. Naja. So. Ja, jetzt hätte ich eigentlich noch mehr Steine mitnehmen können, weil ich ja Sachen aus dem Inventar gepackt habe, aber... Ist eigentlich egal. So, der sieht gut aus. Dup, 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 du, du. Ja, bin ich mal gespannt. Jetzt geht das ja alles Schlag auf Schlag, ne? Das Jahr geht ganz schnell zu Ende. Ich muss jetzt auch nicht mehr so lange dieses Jahr. Hab ja zwischen Weihnachten, Neujahr frei. Das ist ganz okay eigentlich. Und dann eigentlich bis ins nächste Jahr rein. Ich fange dann ein bisschen später an. Auch ganz okay, dann ein bisschen länger. Ich glaube, es sind 2,5 Wochen, die ich da frei habe. Das ist echt okay. Ich habe es diesmal so gelegt, dass ich dann halt Mitte der Woche wieder anfange, sodass die erste Woche, die man wieder einsteigt, eine kurze Woche ist. Ja, dass man dann nicht ganz so gleich voll wieder reinsteigt. Ja, ich finde das immer nervig, wenn du dann mit so einer vollen Woche anfängst, ja, warst Urlaub, total entspannt, alles war gut und dann kommst du hin auf Arbeit und darfst das mal gleich so eine komplette Woche wieder reinbuckeln. Das zieht sich dann immer. Das ist dann immer so richtig lang und da, ich weiß nicht, also mir geht es zumindest so, dass ich dann echt motivationstechnisch ganz unten bin dann immer, ne, nach dem Urlaub. Also da hat man ja eh keine Lust, da denkt man sich so, ach ja, wie schön wäre es, wenn man jetzt einfach nicht arbeiten müsste. So ein Lotto gewinnen oder irgendwie sowas. Das hätte schon was. Aber gut, wie viele haben schon das Glück, dass das denen passiert? Ich bin keiner davon. Ja, definitiv nicht, ey. So, ich warte mal noch auf die ganzen Setzlinge. Mann, das ja, das droppt. Sehr geil. So, noch eine Fackel machen. Sollst du aber auch noch nicht mal Stöcker dafür herstellen. Sehr schön. Okay. Sehr geil. Haben wir schon genug Setzlinge für fast 3 Bäume? Hammer. Oh, das kann gern öfters passieren. Sonst haben wir da ja nicht so viel Glück, ne? Da oben ist noch ein Setzling. Ja, jetzt haben wir sogar für 3 Bäume. Sehr geil. Richtig, richtig gut. Also das hatten wir sonst noch nicht. Okay, noch einer. Ob wir da vielleicht sogar 4 hinkriegen?
Guck mal, wir fehlen jetzt nur noch zwei. Oh, nur noch ein Setzling. Da hinten sehe ich ihn. Das heißt, dann haben wir wirklich für vier Bäume. Aus zwei mach vier. Sehr geil. Ja, da bin ich aber glücklich und zufrieden mit. Ein Stückchen. Dann können wir das schon mal machen, ne? Dann können wir schon mal hier einen neuen Baum pflanzen. Okay. Sehr geil. Tja, und dann legen wir uns wieder ins Bettchen. Yippie! Nein, gewachsen sein dürften die Bäume jetzt noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob vielleicht doch nochmal ein Setzling droppt. Noch einer. Also ich sag mal, für noch mehr Bäume wird es nicht reichen, weil wir bräuchten ja jetzt noch drei Setzlinge. Ich glaube nicht, dass aus dem ein bisschen dann noch was rauskommt. Schwer vorstellbar. Aber es reicht mir auch schon. Sau cool. Tja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.